Mit verschlossenen Augen. Ja, immer mit verschlossenen Augen. Oh, als du das gesagt hättest, hätte ich nicht die Augen zumachen müssen. Hab ich aber. Ich hab die Augen dann zugemacht, der Vollständigkeit halber. Ach Mann, ich krieg die ganze Zeit Wimpern in die Augen. Das ist irgendwie nicht so cool. Ja, tja. Ja, super, der hat den Baum weggemäht. Pokerhand. Irgendwie klingt das wie Pocahontas. Pokerhand, Pocahontas. Grüner Regen oder Rauch. Ach, das war das Parfum, oder? Ja, das ist erkrankt. Dabei? Ja, wahrscheinlich. Toll, wir haben eine Combo geschafft. Super! Baum fällt um, Combo. Rotierende Klingen, ich weiß nicht, was das ist. Verbrennt ihr Wiesel. Woher kommen die Wiesel? Von der Kettensäge. Ach so. Da gibt's auch noch eine Enten-Kombo. Und eben habe ich doch gefragt, wieso fliegen da Enten hoch? Aber woher sind die geflogen? Aus dem vom virtuellen Busch. Das waren aber keine Enten, das waren Vögel. Für mich sind das Enten. Enten. Und dann gibt's noch doch bei diesem Tablet oder so. Da fliegen die doch immer drauf. Da auf dem Tablet. Was ist mit denen? Da kommen auch diese Enten. Nein, was ist mit dem hier? Ah, Hühner, okay. Hä? Verwirr mich nicht so. Das ist sowieso. Das ist 8-Bit. Das ist das Gleiche. Wir brennen mal nieder. Enten-Saison-Kombo. Ich bin voll schlau. Jetzt gib mir mein Geld zurück. Können wir uns nicht den neuen Katalog-Karton kaufen? Oder doch, aber den werde ich noch nicht kaufen. Ich werde erst alle Kombos machen. Na gut. Vielen Dank, endlich habe ich mein Geld bekommen. Wir nehmen jetzt 17 Minuten auf. Jagdkombo, was ist die Jagdkombo? Ja, die Bärenfalle und. Warte irgendwas. Mal, hier. Schnurrbartreiter und imposanter Schnurrbart. Könnt ihr mir wetten, dass da was vorkommt? Männliche Kombo, oh Gott. Das männliche Parfum und der Rasierer. Ja, und sind aber drei. Ja, aber ist doch egal. Vielleicht verfehlt uns dann und dann, ja. Männliche Trophäe. Dieser Katalog ist viel zu männlich. Dieser Katalog ist blöd. Da kostet alles so viel und ich habe keine Briefmarken mehr. Oh, doch drei. Drei, toll. Den kann man gut zum Aufpassen. Einfach mal mit dem Schnurrbart Staub wischen gehen. Mache ich auch immer. Ich nehme meinen Papa und wische dann damit den Raum ab. Vielen Dank. Ich bin auch Schnurrbartträger. Du hast aber nicht so einen wie mein Papa, glaube ich. Nein. Mein Papa hat so einen, wie der im Bild ist. Ja, ich hab den gesehen. Mhm. Als ich bei TeamViewer in dir drin war, genau. Ach, stimmt. Oh Mann, ich bin bei solchen Sachen immer ein bisschen langsam im Kopf. Ah. Irgendwie finde ich, dass das Parfum aussieht wie eine Thermoflasche. Irgendwie schon, ne? Eine männliche Trophäe. Boah, dort ist lang. 1 Stunde später. Und ein Auto mit viel zu ein groß. Ein Monster Truck heißt das. Das ist auch ein Auto. Es bewegt sich auf Rädern. Und es hat vier. Es Alter, ist ein das Auto. Ding zerhäckselt viel zu viel. Weißt du? Tust rein und zieht sofort alles an. Schützt den Schnurrbart. Guck mal, der dreht sich viel zu stark. So, perfekt. Anzünden, schnell. Männliche Kombo. Ah. Guck, hättest du jetzt den Rasierer nicht dabei gehabt? Der hat eine Spinne einfach so zerhäckselt. Oh. Und ein Monster Truck. Ja, wieso? Diesen Rasierer will ich nicht anfassen. Ich auch nicht. Es ist ein männlicher Rasierer. Er hat sich selbst aufgesägt. Okay.
Da, dieses Teil! Die Klinge! Wie kann die ohne Akku vibrieren? Jetzt ist sie tot. Die Klinge ist tot, natürlich. Okay, oh Gott, noch... Nuklearrasur. Was hat das für Dings? Mini-Nuke. Ich würde die Mini-Nuke nehmen. Das ist irgendwie offensichtlicher. Da ist sie. Wieso ist die so weit hinten? Braucht doch kein Schwein mehr. Nuklearrasur. Schon wieder, ey. Oh Gott. Und dann zersägt er mir noch meine Mini-Nuke. Sollen wir eine Minute lang reden? Ja gut, wir können auch noch die anderen Kombos angucken. Ja, Ziegel rotierende und... Rotierende Klingen. Ich weiß immer noch nicht, was das sein soll. Geh doch nicht immer gleich weg. Ich kann das gar nicht alles lesen. Hier, rotierende Klingen und Baumfeld um. Ja, und weiter unten steht hier auch noch was. Jagdkombo und Nuklearrasur. Nuklearrasur. Ziegel und Mörser? Ziegel und Mörser. Wir haben keinen Mörser. Wir haben einen Zerhackstückelmich. Aber kein Mörser. Zerhackstückelmich, meinst du das hier? Nein, ich meinte den Rasierer. Egal, Ziegel haben wir ganz weit am Anfang irgendwo. Ja, auf Platz 1. Hä, warte mal. Verwechsel ich da was? Mörser? Was? Der Mörser, also ein Mörser ist diese Schale, da tust du Kräuter rein. Oh ja, und dann ich hast Mörser du diesen... mit einer Waffe verwechselt, super. Was mit was für einer Waffe denn bitte? Sag mal so, Standraketenwerfer. Ah. Wie hieß die Dings? Ziegel- und Mörser-Kombo. Keine Ahnung. Ziegel haben wir mal. Was für ein Mörser denn? Das ist kein Mörser. Aber vielleicht meint ihr den Rasierer als Mörser, weil der macht ja auch alles zu Staub. SMS-Teenie-Kombo? Gut. Hallo. Ach, schön. Also Eltern und Türen kann man nicht kombinieren. Das geht nicht. Das kannst du die Tür eigentlich gleich aushängen, ne? Ja, ernsthaft. Oh Mann, also ich glaube, Zettel nützen auch nichts mehr von wegen so. Ich nehme auf. Hast du schon wieder auf deine Augenhöhe gehängt? Nein, ich habe es diesmal sogar höher gehangen. Mann, bin ich mies. Mini-Nuke. Ja? Rasierer, du kommst zuletzt. So. Ziegel. Ziegel. Oh, oh, sag bloß. Ja, wir können den... Ich will es nicht probieren. Der zersägt sich mit Sicherheit auch Backsteine. Wir werden es sehen. Wir werden es jetzt ausprobieren. Oder? Na komm, bist du so männlich? Ja, ist oh er. Oh Gott. Natürlich. Schmeiß ihn in die Ecke und zünd ganz schnell alles an. Oh, ja, Nuklearrasur. Ich mag den Rasierer nicht, ganz ehrlich. Ich mag den auch nicht. Ups. Eine SMS-Teenie-Kombo, das ist bestimmt diese komische Tante, die SMS-Teenie, sich ja, trinkt und das Handy. Wir machen jetzt auch nur noch die Kombos, ey, wir werfen gar nicht mehr so viel rein, weil wir haben das Geld ja. Mhm. Da war das Handy, hier. Ja. Ein Handy. Oh Gott, muss das so lange dauern? Ich habe keinen Bock, so lang zu warten. Spinne, war da nicht so deine? Marken. Da war eine Spinne. Ui. Die sieht gruselig aus. Irgendwie schon, ja. Ja, das ist ein Szenenkombo. Logische Sachen sind so schön logisch. Wir haben mehr Briefmarken als sonst. Nein, wir hatten gerade 7. Och, Manno. Ich war gerade glücklich. Ja, ich auch. Für einen kurzen Moment. Du musst immer wieder alles kaputt machen. Verbindungsparty-Kombo. Da stand vorher irgendwas von Verbindung. Ja, ja, die Tante da, die sich betrinkt, die ist auch in Verbindungsfeiern, aber was noch? Warte, wie heißt die Kombo? Verbindungsparty. Vielleicht der Partybus.
Ja. Ich bin voll schlau, wenn das jetzt noch richtig ist. Schätze ich schon, aber wir müssen eine Minute warten. Oh Gott! Was können wir noch für Kombos machen? Lass uns nachschauen. Moment. Was machst du? Ich habe mich gestreckt. Kettenraucher. Kettenraucherkopf. Komm, wir schmeißen dich damit rein. Ich bin kein Kettenraucher. Ja, wir schmeißen die Kettensäge rein und dich, dann passt das. Ich probiere das jetzt aus und wenn es stimmt... Dann bin ich wieder schlau. Oder so. Aber was anderes mit Ketten gibt's nicht. Deshalb ist es eigentlich sehr offensichtlich. Können wir das schon verbrennen? Tödliche Laster, Gerichtskosten. Der Aktenordner, was hat noch mit dem Gericht zu tun? Ich habe die Kreditkarte einfach gekauft. Jo. Probieren geht über Studieren jetzt gerade. Niu. 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 Jetzt bleib da Niu. Hinten. Ach, den kann man aufziehen. Guck mal an. Guck. Oh. Oh, ich habe noch solche Autos bei mir zu Hause. Ich mag solche Dinge. Ich auch. Das waren meine Lieblingsautos. Und dann hat sich jemand genommen und in den Keller geräumt. Oh. Oder auf dem Dachboden, ich weiß es nicht. Ich weiß gerade gar nicht. Wir stellen das einfach mittig. Ey, jetzt hör auf zurückzufahren! Oh. Nein! Oh, Geld oder so. Das verbrennt. Hm, super. Toll. Ja, toll. Ich erinnere dich gleich daran, den Kettenflammenwerfer. Kettenraucher. War Kettensäge und Dingens. Tschüss. Irgendwas hat's da gerade so derbe zerhäckselt. Den Bus? Ja, ja. Könnte auch was mit Öl zu tun haben. So, dann kaufe ich mir jetzt einfach nochmal eine Kreditkarte. Oh, hier war alles so schön. Schnell! Wir brauchen doch den Bus und die Tante. Und er macht einfach das Feuer erstmal aus, bevor er überhaupt reagieren tut. Ich will einfach nicht, dass es nochmal so, ne? Tschupp. Weißt du, Briefmarken geben sie aber nicht. So Bus und die Tante. Ich weiß nicht, was gerade passiert ist. Nein, du sollst den Partybus holen und die Tante. Unterhalt die Leute mal, ich muss mal schnell was gucken. Okay, hallo Leute, der Wolf guckt gerade irgendwas und ich weiß nicht was, weil er es nicht gesagt hat. Und das macht mich irgendwie verwirrend, also verwirrt. Und jetzt gerade sehen wir 3, 4, 6 Zahnräder, die sich bewegen. In einem Bild, wer hätte das gedacht? Und ich kann nicht nachschauen, wie lange wir noch warten müssen, bis die Pakete offen sind, aber das werden wir ja dann merken. Und ich verstehe immer noch nicht, das ist eine Spinne mit nur 6 Beinen. Das geht nicht. Eine Spinne hat 8 Beine, aber egal. Und ich verstehe immer noch nicht, wieso man Pakete mit Briefmarken aufmacht. Weil dieses Spiel unlogisch ist. Danke für die Antwort. Geld. Solltest du mittlerweile wissen. Ja, aber so ein bisschen logisch ist es schon. So ein bisschen. Ein bisschen, ja, wenn der Absender das drauf machen würde. Ich weiß immer noch nicht, was die rotierende Klingen sind. Oh, wie fucking shit. Oh, Mann. Es ist was runtergefallen und ich hab mich erschrocken. Okay, Energiespritzer-Kombo. Bodybuilder-Kombo, okay. Das weiß ich. Das ist das Proteinpulver und was noch? Oh, Moment mal, könnte das sein? Die männliche Trophäe? Weißt du, was gerade passiert ist? Was? Meine Mutter kam eben rein, macht das Fenster auf. 3 Minuten später, also geführte 3 Minuten später, fällt was runter und ich erschrecke mich. Ohrenbetäubende Kombo. Der Subwoofer. Ja. Und irgendwas mit Ohren. Was hatten bei uns Ohren? Was hörten die? Oma hört nicht mehr so.